vor mir habe. Aber das war klar, ich bin natürlich meine ganze Jugend aufgewachsen, immer mit Klee, dem Maler Klee. Aber bei uns in der Familie hieß er nicht der Paul oder der Klee, sondern er hieß der Butzi. Das ist sehr interessant, auch auf diesem Bild hier erkenne ich auch eine Staffelei, die dahin ist. Die existiert noch bei uns. Es gibt, das ist dann eine Form von Erinnerung, die ganz anders ist als einfach die erzählten Sachen. Wir haben tatsächlich Fotos und Objekte noch und das sehe ich, dieses Bild ständig. Und wenn ich diese Staffelei sehe, dann sehe ich auch das Bild. This immense ruin there spreads like a giant crown the laughing magnificence of modern Rome. In the distance, St. Peter's, whose dome would triumph over decadence if the eternal arch of the sky did not lie above. Everything has its day. Even this marvel will meet its catastrophe. It is useless that glory outlives the individual. Klee è arrivato a Roma in autunno 1901 e è rimasto qui per qualche mese. Ha preso una casa nella via dell'Archetto 20 e è strano che lui quasi non ha fatto disegni né pitture qui a Roma, ma ha guardato i musei, è andato in teatro, ha visitato concerti e tutto questo lo sappiamo molto bene perché ha scritto moltissime lettere alla sua fidanzata e ai suoi genitori. Die Italienreise Klees dauerte mehrere Monate, führte zunächst nach Genua, von dort nach Rom, wo er sich einige Monate aufhielt, dann nach Neapel und auf der Rückkehr nach Florenz. Am meisten fasziniert hat ihn, wahrscheinlich mehr noch als Rom, hat ihn Neapel. Und dort war es ein Erlebnis, das man auch später noch in seinem Werk, in seinen Nachwirkungen verfolgen kann, nämlich der Besuch des Aquariums. Er hat dort
die ganze Fischwelt des Mittelmeers kennengelernt, die Polypen und die Seesterne, und beschreibt das in seinem Tagebuch, wie sehr ihn die Vielfalt der Natur, die er später, insbesondere auch in der Bauhauszeit, einer seiner Leitgedanken werden wird, wie sehr ihn die damals begonnen hat zu beschäftigen. Gleichzeitig hat er auch bei diesen Fischen immer den satirischen Blick auf die Natur und schreibt zum Beispiel, die Polypen liegen hier im Schlamm wie die Menschen im Vorurteil. Also er hat immer diesen satirischen Ansatz auch, wenn er die Natur beobachtet, aber er beobachtet sie gleichzeitig auch sehr ernsthaft, und es gibt eben spätere Werke, in denen das wiederkehrt, die verschiedenen Formen, insbesondere der Unterwasserwelt. Pisce palumme, pescatrice, scorfana cernia e alice, mucchiericciolo musdemazzuna, stella luzza sturiun, merluzzo ruongole e murena, capodoglio orche vallena, capituna ugliarenga, cifere cucce tracene tenga. The aquarium is fascinating, inhabited by strange beasts, octopus, starfish, shells, snake-like monsters, the look evil, the snout immense and a throat in the shape of a bag. Others were immersed in the sand right over the years, like man awaiting the last judgment. The rough octopus are like art merchants. One in particular regarded me with compromising closeness, as if I were Böcklin and it Gurlitt. No business here. An angelic jelly-like monster, spiritual in its transparency, swam non-stop on its back, dragging a little weather vane. The ghost of a sunken ship. Above, in the library, the Marais frescoes. Just 6 months ago, its genre would have seemed strange to me. Now I'm growing accustomed to it. The image seems to come from the heart. Die Tagebücher von Klee, die hier in der Stiftung sind und die der Stiftung gehören, sind eigentlich ein Kunstwerk an sich, weil Klee hat Tagebücher geschrieben, hat aber diese Tagebücher dann nochmal redigiert und in eine Form gebracht, wie er sie auch ans Publikum bringen wollte. Also es gibt in diesem Tagebuch eine Stelle, die berühmt geworden ist, die sehr eng mit Klees Malerei zusammenhängt. Ich werde sie Ihnen lesen, Sie werden sicher auch gleich verstehen. Es ist diese Notiz an seinem Aufenthalt in Tunis, in Kairouan, indem er die folgenden Sätze in sein Tagebuch schreibt, die ich Ihnen jetzt gerne lesen möchte. Das ist 1914, natürlich Donnerstag, den 16. April. Früh vor der Stadt gemalt, leicht zerstreutes Licht, mild und klar zugleich, kein Nebel. Dann drin gezeichnet. Ich lasse jetzt die Arbeit. Es dringt so tief und mild in mich hinein, ich fühle das, und werde so sicher ohne Fleiß. Die Farbe hat mich, ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Sie hat mich für immer, ich weiß das. Das ist der glücklichen Stunde Sinn. Ich und die Farbe sind eins. Ich bin Maler. The city situated on the sea has something of fantasy, with its streets intersecting in every sense. Sometimes a look at the boundary wall. You see more women about than in Tunisia, lasses without veils as at home. Moreover, you can enter the cemeteries freely. One of them is well situated for the sea. Several animals pasture there. I seize the opportunity. I try to paint. The reeds and the bushes are a beautiful rhythm of marks. Wonderful gardens in the suburbs. Giant cacti form walls. A street is fully enclosed by cacti. Wandered and painted a lot. In the evening at the cafe, the singing of a blind man accompanied by a drummer boy. An unforgettable rhythm.